Eins davon wird jedes Mal rot, wenn ihr Handlanger ein Leben verliert. Oh, Handlanger haben 3 Leben anscheinend. Gleich hat er eins weniger. So, wir hätten jetzt gerne einen Gegenstand, und zwar einen Feuerlöscher. Da. Und wir hätten gerne einen Feuerlöscher. Da. Wir hätten gerne einen Feuerlöscher. Warum kann ich hier keinen bauen? Na gut, dann halt da. Damit jetzt überall einigermaßen in den Feuerlöscher ist. Geht zwar wieder ins Geld, was wir nicht so wirklich haben. Aber besser als andersrum. So. Und ich hoffe mal, dass wenn ich jetzt das Spiel weiterlaufen lasse, dass das Feuer von alleine ausgeht. Tut es nicht. Ja, aber es scheint sich nicht auszubreiten und scheint auch nicht die... Achtung, Geldknappheit. Sir, wir haben keine Milliarden Dollar mehr im Tresor. Ja, das ist ein Problem. Du bleibst schön beim Eingang. Und was sagt die Karte? Die Karte sagt, 8 Jungs sind da, arbeiten schön, keine feindlichen Agenten. Sehr gut. Der Leichensack muss noch weg. Ah, da ist ja eine Druckplatte. Okay. Oh, und jetzt sind wir auch mit den Fallen fertig. Sehr gut. Bevor jetzt gleich der nächste Geheimagent kommt. Wir hätten jetzt gerne die Druckplatte da. Klick. Klick. So, die. Da. Die auch noch da und die auch noch da. Oh, das klappt nicht. Kann man die so verbinden? Nein. Also momentan ist nur die Platte hier rechts mit beiden Giftgasfallen verbunden. Diese Platte hier kann ich komischerweise... Ah, kann ich mit dem? Aber nicht auch noch mit dem verbinden. Und jetzt hätte ich jetzt gerne noch damit. Das ist ja komisch. Okay, ich heb nochmal alle auf. So. Ich verbinde jetzt mal die mit dem. Geht nicht. Man kann keine Druckplatten untereinander verbinden. Anscheinend. Okay, also verbinden wir jetzt dich mit dir. Und dich mit dir. Das heißt, beide Druckplatten aktivieren jetzt die Giftgasfalle hinter ihnen. Du mit du und du mit du geht nicht. Warum geht das nicht? Kann immer nur ein Sensor mit... Oder eine Falle kann nur mit einem Sensor verbunden werden. Aber ein Sensor mit mehreren Fallen. Je. Na gut, machen wir das mit der hinteren. Können wir hier Abzweigungen machen? Also bisher klicke ich immer nur auf die Kreise selbst und dann auf den anderen Kreis als Ziel, mit was es verbunden werden soll. Aber es gibt hier diese komischen kleinen Knubbel hier. Das sind wohl Gelenke in der Verbindung. Und meine Idee war, wir klicken jetzt auf einen so einen Knubbel und gehen von da aus dann weiter. Aber das will er wohl nicht. Können wir hier was ganz Abstraktes machen? Einfach so? Nö. Ha, du bist jetzt damit verbunden. Und die Giftgasfalle ist jetzt mit... WTF! Also die Druckplatte hier ist mit der Giftgasfalle verbunden. Und mit der unteren Giftgasfalle verbunden. Die Druckplatte links ist allerdings nur mit der unteren verbunden. Also genau das gleiche Problem wie vorher, auch nur andersrum. So. Oh, Moment mal. Ich glaube, jetzt habe ich es. Beide Druckplatten sind jetzt mit der Giftgasfalle verbunden. Und die Giftgasfalle, also der rote Kreis hier, ist jetzt mit der anderen Giftgasfalle verbunden. Ah, okay. Das müssen wir erstmal testen. Und damit wir das testen können, müssen wir die Tür wieder auf 3 setzen.
So, das Feuer brennt fleißig vor sich hin, weil keiner einen Eimer Wasser nehmen will. Die warten alle auf die Feuerlöscher. Das macht Sinn. Kannst du das vielleicht persönlich irgendwie böse angucken, dann geht's aus? Nö. Hatten wir nicht einen Techniker? Da ist ein Techniker. Der läuft dran vorbei. Oh, da kommt der erste Feuerlöscher. Sehr gut. Flupp. Ein Spind mit einem Feuerlöscher. Abnutzung. Gar nix. Achtung, Eindringling. Achtung. Sicherheitstür wurde umgangen. Und wo wurde die Sicherheitstür umgangen? Pause. Ich sehe keinen Eindringling. Das können sie sich nicht leisten. Feuerlöscher. Ich hätte gerne die Nachricht von dem Eindringling. Ah, das macht jedes Mal Alarm, wenn ein Zivilist hier reingestolpert kommt. Das ist ein wenig nervig. Kann man die Kameras vielleicht einstellen? So. Ach nee, nicht du. Du mach mal schnell weiter. Lösch zum Beispiel die Basis. So, ich wollte die Kamera auswählen. Hier kann man nur die Farbe einstellen. Ei, ei. Ja. Nö, anscheinend kann man nicht einstellen, wegen was die Alarm ausgeben. Wird also auch erstmal ignoriert. So. Die Warnung, Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Warnung, ein Objekt wird von einem Eindringling gestohlen. Was zur Hölle? Oh, hier draußen. Nein. Die haben hier draußen die ganze Zeit geklaut. Das Teil wird abgerissen. Ja, der ganze Raum wird zerstört. Ich wusste doch, dass es ein Risiko ist. So, und wo ist Kane? Kane räumt jetzt hier auf. Du läufst jetzt da raus und bringst jeden um. Mann, Mann, Mann. Ich gucke die ganze Zeit hier drin, ob hier irgendwas los ist. Und dann ist es draußen gewesen. So, du bringst den da um. Ist dir auch vollkommen egal, ob das andere Leute sehen. Da wird jetzt ein Exempel statuiert. Wer an unser Geld geht, kriegt ein Problem. So. Ein Geldkoffer, sehr schön. Du stirbst auch noch. Ein erbärmlicher was? Ein Smash-Einbrecher. Ja, die Einbrecher bringen wir jetzt immer um. Nur die Ermittler lassen wir halt in die Fallen tappen. Na komm, haut ab. Sonst bringt Kane euch auch noch um. Weil ihr seid doch ein wenig lästig. So, genau, raus hier. So, jetzt alles einsammeln, das Ding da abreißen und dann bunkern wir uns ein, wie sich das gehört. Zivilisten kommen ja auch nicht mehr rein. Das verhindern wir, indem wir da die Tür zumachen und da die Tür zumachen und da die Tür zumachen. Die Ermittler müssten trotzdem noch hier in den Fallenkorridor laufen, weil die Tür halt noch eine Stufe höher ist als diese Zweiertüren. Und wir haben gar kein Geld mehr. Wieso haben wir gar kein Geld mehr? 3200 alle 60 Sekunden? Das müsste doch ein wenig schneller gehen. Achso, wegen dem Einbruch eben. Ah, okay. Das heißt, die Geldkoffer mussten erst zurückgebracht werden. Das Ding wurde zugemauert. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt nur die Schatzkammer hier unten. Das ist natürlich ein Problem, da jetzt unsere Leute mal ganz weit laufen müssen. Aber das nehme ich in Kauf. Jedenfalls vorerst. Ich würde ganz gerne einstellen können, wie viel Geld in einer Schatzkammer ist. Also habe ich hier oben nur sozusagen das Taschengeld einlagern. Oder im Idealfall natürlich Bedienstete haben, die das Geld von dem Hafen zu der Schatzkammer bringen. Und dann andere Bedienstete, die das Geld von der Schatzkammer zur richtigen Schatzkammer bringen. So eine Art Kettenschaltung oder wie auch immer. Das wäre natürlich ideal, aber das kann man, glaube ich, nicht einschalten. Ich gucke mal ganz kurz in die Schatzkammer, ob man da irgendwas doppelklicken kann. Nö. Geldkofferhalter. Nö. Schade, schade. Was sagen unsere Angestellten? Wir sind am Limit.
Limit heißt Spinde bauen. Wir sind bei 18.000. Das ist doch schick. Oh, und wir haben keine Gefängniszellen. Stimmt, da war was. Und die Tür ist gesprengt worden und überhaupt. Das ist gar nicht gut. Bauen. Wir hätten gerne eine Standardtür. Da. Wir hätten gerne eine Gefängniszelle. So, da. Und eine Gefängniszelle da. Und schon sind wir wieder pleite. So, und weiter. Aber es ist ja richtig ergiebig hier. Oh, die Wut ist ganz schön hoch. Aber anscheinend sind wir hier ganz gut abgedeckt. Ich warte einfach nochmal ganz kurz und lasse das Geld weiter reintrudeln. Wenn das irgendwann zu gefährlich wird, dann sterben zwar ein, zwei Bedienstete, aber die kosten ja nichts. Außer Zeit. Ja, so gehört sich das, denke ich mal. Ich baue jetzt erstmal nichts Neues, bis die Teile da stehen, weil die kosten ja doch recht viel einzeln. Unsere Feuermelder stehen inzwischen auch. Und ich würde jetzt echt gerne mal sehen, wie da ein Ermittler reintappt. Also auf diese Einbrecher kann ich echt verzichten. Aber die Ermittler könnten jetzt ruhig mal kommen, denn die sollen ja auch Geld bringen, wenn sie in die Fallen laufen. Genau, du. Komm, wieder zurück. Genau. Noch ein bisschen Kampftraining für unsere Leute, ist ja auch ganz gut. Und da liegt noch ein Geldkoffer auf dem Boden. Das ist übrigens ein Feature, das ich bei Dungeon Keeper auch richtig cool fand. Dass man als Kontrollmeister von dem Ganzen, wie wir es hier ja auch sind, auch aktiv eingreifen konnte und Gold vom Boden aufheben konnte. Weil ich würde jetzt gerne richtig gerne da so runtergreifen, den Koffer schnappen. Und die dann von Hand da runterschleifen. Aber ja. So, wir haben nur ganz, ganz wenig Goldbarren. Ein Stapel Gold. Um genau zu sein, 11 Barren Gold. Oh, und wir sollten vielleicht noch irgendeinen Raum hier hinstellen, damit wir überhaupt einen Grund haben, hier reinzugehen. Aber das können wir erst gucken, wenn die ersten wieder eintrudeln. Vielleicht reicht es ja, dass die Tür da ist. Oder der Korridor muss eine Verbindung zu dem anderen Korridor haben. Ja, können wir alles erst testen, wenn die Ermittler da sind. Die sich momentan ja eigentlich ganz schön fernhalten. Wut ist weiter am Steigen anscheinend, aber keine Einheiten da. Sehr gut. Und ich glaube, da kommt eine Gefängniszelle. Das mit der Bombe war aber irre übel. Da müssen wir echt tierisch vorsichtig sein. Wir brauchen unbedingt Wächter. Also sobald wir wieder einigermaßen Puffer haben und die wichtigsten Sachen wieder aufgebaut, sollten wir uns eine Gegend suchen, wo wir Nachtwächter oder sowas überfallen können. Den hierher schleifen, foltern und seinen Job übernehmen. Und dann müssen wir ein Ausbildungszentrum bauen, damit dann dieser eine Wächter alle anderen ausbilden kann. Ja, das ist so der Plan. Da kommt die nächste Gefängniszelle, sehr gut. Du schleif die mal da rein, sonst wachen die gleich wieder auf. Ja, setz dich lieber an deinen Monitor wieder, damit du Alarm geben kannst, wenn Zivilisten reinkommen. Was wir verhindern könnten, wenn wir hier eine Tür hinbauen. Spricht irgendwas dagegen, dass wir gleich hier am Anfang eine Tür bauen? Wenn es eine Zweiertür ist, ja, das hält die Leute auf. Ich will ja, dass die reinkommen, jedenfalls die Ermittler, damit sie hier in der Waffenfalle sterben können. Und ja, ich habe Waffenfalle gesagt. Ich habe echt zu viel Dwarf Fortress gespielt. Aber ja, wir lassen erstmal. Ja, wir bauen da keine Tür hin, aber wir bauen hier eine Tür hin. Denn wir hatten es ja vor kurzem gehabt, dass jemand hier reingestolpert ist, hat was gesehen und ist dann rausgelaufen. Und wir haben es nicht schnell genug geschafft, ihn umbringen zu können. Wenn wir jetzt aber hier eine Tür haben, die auf Stufe 2 ist, dann können wir die recht schnell wieder zumachen, also auf Stufe 3 setzen und ihnen den Weg quasi abschneiden. Das mache ich nochmal kurz. Wir sind schon bei 20.000. Sehr gut. So. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Oh, und die Leute sterben. Weg, 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 weg. Sehr gut. Schnell genug abgezogen. So muss das sein. Also, wir haben jetzt nur noch 19. Da müssen wir jetzt kurz warten, bis sie das wieder erholt hat, also auf 25 gekommen ist. Und dann können wir was Neues machen. Und oh, wir können jetzt einstellen, wie viele ausgebildet werden sollen.
Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Ja, ganz ruhig. Ich nehme da zwei weg. So. So. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. Ich hätte nämlich gerne mehr von diesen Kammerdienern. Die können ja ganz gut die Leute verwirren, damit sie wieder rausgehen. Also da noch ein weg, noch zwei weg, noch ein davon, noch ein davon. Also haben wir dann gleich drei Kammerdiener, zwei Techniker und Rest ganz normale Hiwis. Ja, sehr gut. So, und ihr werdet gleich verwirrt. Ja, das sind Zivilisten. Das hast du sehr gut entdeckt, Kameramann. Aber die gehen gleich wieder raus, weil sie nirgendwo hingehen können, weil überall Türen sind. Sehr schön. Text können wir weg. So. Immer noch kein Ermittler. Ah, doch, da kommt was. Ah, Kafka-Ermittler. Sehr, sehr schön. Wo ist Kane? Kane ist da. Halt dich mal hier bereit. Die Kafka-Ermittler müssen jetzt reinkommen. Gucken, wo die schwierigste Tür ist. Da unten. Und versuchen, die zu knacken. Außer die Zweiertür, da ist für sie schon zu. Warum konnte der durch eine Zweiertür einfach so durchlaufen? Ah, weil einer unserer Bediensteten durchgelaufen ist. Das ist natürlich auch hinterhältig. Heißt, er wartet einfach, bis einer von uns durchgeht und geht dann mit. Ja, so viel zu meiner genialen Theorie. Die Tür da muss weg. Pause. Die Tür da, wenn wir die rausnehmen würden, muss jeder hier durchgehen. Und dann würden die Ermittler auf jeden Fall an der Tür vorbeikommen und da zuerst reingehen wollen. Hat es für uns negative Auswirkungen? Ja, unsere Bediensteten müssen erstmal hier außen rumlaufen, bevor sie schlafen können. Und auch Bewusstlose brauchen länger, bis sie dahin getragen werden können. Sonst noch welche? Irgendwelche negativen Auswirkungen? Weiß ich nicht. Können wir die Tür überhaupt abbauen? Abreißen? Ja, aber dann wird ein ganzer Korridor sein. Und gar keine Tür mehr. Gucken wir mal. Kostet ja nur in Anführungszeichen 1000. Also ob wir das hier gleich zuschütten können, das ist halt die Frage. Na komm, du stirbst. Und du auch. Ist zwar nicht optimal, aber solange bis wir sie hinbekommen haben mit der Tür, müssen die halt zwischendurch auch mal sterben. Oh, und die Betten werden langsam voll. Das ist nicht gut. Bauen. Etagenbett. So. Aber na gut, das soll auch langsam mal reichen. Dann wollen wir nochmal zick speichern. Speichern. Und ich habe lange nicht gespeichert, fällt mir gerade auf. Wir sind jetzt schon bei Nach Folge 10, glaube ich. Jo, also bis gleich.